Ciao, salut, hallo. Mein Name ist Lundri, ich bin in Zani und ich zeige euch heute meinen Beruf, Logistik. Hallo zusammen, wir sind hier im Warengang Früchte und Gemüse. Als erstes verteile ich euch Arbeitskleider plus Sicherheitsschuhe, damit eure Füße am oben noch ganz sind. Und jetzt könnt ihr euch am liebsten umziehen. Ja? Danke. Merci. Wir sind hier im Wareneingang bei der Wareneingangskontrolle. Als erstes, was man macht, nachdem man die Lieferscheine angenommen hat, ist die Ware abschiessen. Wenn man sie abgeschossen hat, gehen sie aufs Band und dann kontrolliert das Band, ob die richtige Ware ist, die auf dem Pallet ist und die richtige Menge ist. Wenn das der Fall ist, dann geht das ins Hochregal rauf. Wenn nicht, dann kommt es beim NIO-Platz wieder raus. Hier befinden wir uns im Warenausgang. In der Marke ist es etwas kühl, 2 bis 5 Grad. Hier kommt die kommissionierte Ware, wird bereitgestellt für die Läden. Die Mitarbeiter schauen auf das Etikett, damit es klein durcheinander geht und damit es den Laden richtig bekommt. Also, da wir hier in der Kommissionierung sind, habe ich einen kleinen Auftrag für euch. Ihr habt alle ein PQYS-Gerät bekommen. Die gibt euch je 5 Aufträge für jeden. Und dann müsst ihr innerhalb von 2 Minuten fertig haben. Und natürlich habe ich noch ein Auge auf euch. Und am besten starten wir gerade. Also los! Okay. Noch 25 Sekunden. Schön draufpacken. Fertig, jetzt kommen wir zu mir. Also Daniel, du hast es gut gemacht. Du kannst alles zusammen kommissionieren. Finde ich gut. Stefanie, bis auf 1 hast du auch alles zusammen kommissionieren. Für den Anfang ist es gut. Sakari, tu ja, ke ja. Hast du nur einen gemacht. Schwache Leistung. Ist die kompliziert? Heute habe ich einen coolen Tag gefunden. Ich bin auch gerne mit einem Stapler gefahren, aber leider braucht man für diese Prüfung. Wie ihr gesehen habt, brauchen wir Effizienz, Schnelligkeit, körperliche Belastung. Von mir aus können sie gerne mal wieder anpacken. Oh, la journée était facile. Moi, j'ai pas eu beaucoup de peine. Et d'autres ont eu assez de peine. Mais en tout cas, c'était pas moi.